Hallo zusammen, herzlich willkommen. Bei diesem Bild benutze ich nur Holzkohle und Gold. Ich starte mit den Linien im Skizzenbuch. Das mache ich ganz spontan. Ich habe hier dünnere Stifte und dickere Stifte. Die Linien sollen nicht gleichmäßig sein. Ich mache sie manchmal etwas dicker oder etwas dünner. Mit diesen dicken Kohlestücken mache ich größere Flächen. Jetzt nehme ich den Color Shaper. Das ist ein Silikonpinsel, mit dem ich sehr gut dickere Farbe auftragen kann. Hier arbeite ich nur mit weißer Farbe. Natürlich wird diese etwas gräulich, wenn die Holzkohle dazu kommt. Noch etwas Linien mit dem Spachtel, dann lasse ich das Bild trocknen. Ich nehme wieder die Holzkohle und ziehe die Linien ein bisschen nach. Kleine Flächen, ganz spontan. Ich nehme etwas flüssige Goldfarbe auf den Spachtel und setze die Akzente. Hier achte ich darauf, dass ich nicht zu viel mache. Dann lasse ich die Skizze wieder trocknen und lege sie beiseite. Wenn das Bild trocken ist, fixiere ich die Holzkohle noch mit einem Spray. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Nachmalen. Mach deine eigene Kreation. Und hier geht es weiter mit noch mehr Malvideos.